Tag, 2. Januar 2016. Ich würde behaupten, dass das Jahr erst jetzt begann, also erst am 2. Januar. Weil den 1. Januar sind irgendwie alle noch so in Hangover-Stimmung. Total so, oh. Und selbst heute fühlt mich noch müde, aber gut, gestern war auch anstrengender als Neujahr auf Arbeit. Aber bei den anderen ist es ja noch schlimmer. Ne? Also die nicht arbeiten mussten. So im 1. Januar hängen ja irgendwie alle total durch. Mit meinen Kollegen auf Arbeit, die dann nur noch rumjammern und Mitleid wollen. Was ich gerne nicht so kann, ne? Was ich überhaupt nicht kann. Also Mitleid geben, wenn sie rumjammern, weil sie besoffen waren. Naja. Ein bisschen nervig ist, dass meine Vlognummern jetzt nicht mehr hinhauen. Jetzt ist Vlog 100... Was soll ich mir überlegen? Siehst du, der kommt nicht mehr hin. Das Vlog von gestern, also vom 1. Januar, ist Vlog Nummer 142. Das ist jetzt Vlog Nummer 143. Das haut nicht mehr hin. Vorher hatte ich schön mit den Zahlen hinten hingehauen, dass man wusste, okay, wenn man jetzt hier irgendwann mit einer 5 hat, den 15. oder den 5. oder so, dann war hinten bei der Vlog Nummer auch eine 5. Das war schön. Jetzt haut das nicht mehr hin. Den Akku wechseln an der Kamera hat immer so ein bisschen was vom Magazin wechseln. Manchmal ist es schwer, den richtigen Lichtschalter zu finden. Oh, war es richtig kalt heute. Was ist denn da los? Wird doch noch Winter. Windig ist es auch, also noch mal ein bisschen kälter. Hier fühlt jedenfalls. Aber immerhin scheint die Sonne. Also schön, also doof, dass ich arbeiten muss. Heute ohne Red Bull. So viel ist nicht los heute. Heute war auf der Insel großer Abreisetag. Hier sind scheinbar die meisten schon los. Alle Autos schon weg. Es ist wieder kalt, der Wind ist so eisig und dann hatte ich so das Gefühl, dass mein Bart friert und dann gucke ich gerade auf Handy und dann sind es jetzt so minus 10 Grad. Oh, Andy zu Hause. Was für ein bekloppter Tag, echt. Silvester war schöner, selbst gestern war schöner als diese Chaos da heute wieder. Wisst ihr, was mich richtig nervt? Leute, die immer nur meckern und immer nur rumjammern. Ich mecker auch oft genug, riecht mich meistens auch auf. Nervt mich auch, wenn ich selber mecker. Aber ständig rumgemecker, das nervt mich, ehrlich. Und vor allem, wenn sich dann über Sachen rummeckern, die man nicht beeinflussen kann oder nicht ändern kann, ne? Also so Wetter zum Beispiel, das finde ich so nervig, ne? Vor einer Woche hieß es, oh, für Dezember, für den Winter, viel zu warm und jetzt? So kalt, scheiß Winter, so nervig. So, und die andere Sache, über die dann rumgemeckert wird und so, sind immer so, oder hauptsächlich Sachen, die sie, wenn, dann nur sie selbst ändern können. Wenn sie zum Beispiel den ganzen Tag über das scheiß Hotel, ihren scheiß Job, ihr scheiß Leben meckern, ja, dann steh auf, beweg deinen Arsch. Ehrlich, dann verlass das Hotel, dann mach einen anderen Job und sorg dafür, dass dein Leben toll wird oder so wird, wie du willst. Ehrlich, ich finde das so nervig und das ist auch der Grund oder einer der Hauptgründe, warum ich definitiv dieses Jahr aus diesem Job raus möchte, weil mir die Leute so auf den Sack gehen. Nicht mal der Job, sondern die Leute. Und ja, ich kann dieses Gemecker einfach nicht mehr hören. Es nervt nur noch. Ja, vor allem sind meist die Leute, die auch noch am wenigsten tun. Von allen. Oh, so nervig. Was mich auch nervt, ist die GoPro.
Die hat heute nichts aufgenommen auf der Arbeit. Ich habe die hingestellt, habe auf Aufnahme gedrückt, habe dadurch, dass ein bisschen was zu tun war, nicht daran gedacht zu warten, nicht daran gedacht, 2 Sekunden zu warten, um zu sehen, ob es weiterläuft, sondern habe auf Aufnahme gedrückt, habe gesehen, wie es läuft, hingestellt. Ja, aufgenommen hat sie anscheinend nichts. Jedenfalls, als ich sie genommen habe, um sie umzustellen, war sie nicht auf Aufnahme. Also war sie zwar an, aber hat nichts aufgenommen. Die Aufnahme lief. Ich konnte nur noch hoffen, dass irgendwie erst nach 10 Minuten ausging oder so. Na, gedacht, na schön, toll. Hab wieder auf Aufnahme gedrückt und hab sie umgestellt. Also an einen anderen Platz gestellt. Und selbe Problem wieder. Ja, könnte also sein, dass es gar keinen Zeitraffer gibt oder gar nichts gibt. Vielleicht nur so ein Standbild oder so. Mal gucken. Sehe ich ja dann gleich beim Importieren. Ansonsten muss ich nochmal sagen, dafür, dass ich Silvester zum Beispiel 12 Stunden gearbeitet habe, ein bisschen drüber, ist doch noch ein ganz ordentliches Video rausgekommen, finde ich. Und dafür, dass ich gestern eigentlich so in Hangover-Stimmung war, ist das Video oder die Videoschnipsel, die ich aufgenommen habe, dann doch ganz okay gewesen, also noch brauchbar. Und das Video habe ich heute Morgen geschnitten. Ich gestern Abend selbst früh hatte Probleme hatte wie oft. Keine Lust, zu lange rumgeeiert und dann nicht schlafen. Ja, also okay, Bauchmüde. Wie gesagt, habe ja den Tag davor ein bisschen mehr als 12 Stunden gearbeitet. Grundsätzlich sollte es aber so sein, dass sich das jetzt ändert. Erzähl ich auch schon länger, glaube ich, ne? Musste das definitiv durchziehen. Und ich möchte doch durchziehen, dass ich mich abends hinsetze und das Video immer fertig schneide vom Tag. Oder dass es morgens gleich online gehen kann. So gegen 9 vielleicht oder so, mal sehen. Ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen. Ich werde jetzt gleich duschen gehen, mir einen Kaffee machen und dann setze ich mich ans Video und werde nochmal über diesen Tag nachdenken. Also, naja, ich finde es nur nervig, echt so. Dieses ganze Rumgejammer und Rummeckern, dann sollen sie den Arsch bewegen, was ändern. Ich sitze hier auch nicht den ganzen Vormittag rum und schaukel mir die Eier, sondern tu was, dass ich irgendwann hoffentlich mal und hoffentlich dieses Jahr diesen Job an den Nagel hängen kann und mich um was anderes kümmern kann. Wie es funktionieren wird, werden wir sehen, aber also, ne, nicht labern, machen. Hier, Moment. Da, wo ist die Schärfe? Da, nicht labern, machen. So, und von allein kommt halt nichts. Wenn ich den ganzen Tag rumjammer und rummecker, krieg ich sowieso schon nichts auf der Reihe. Aber ist mir auch egal, ist mir jetzt echt so egal, die gehen mir nur auf die Nerven. Das war aber auch so. Gestern Abend waren für heute 31 angemeldet und alle so, oh, Chili Willi 31, wir haben die letzten 5 Tage 100 gehabt, Chili Willi machen wir mit links und so. Aus den 31 wurden dann heute im Laufe des Tages immer mehr und am Ende waren irgendwie knapp 60 oder 60 sogar, die dann schon reserviert hatten. Ja, weil sie aber den ganzen Tag so in dieser Chili Willi Larifari Stimmung waren, weil 31 machen wir mit links hier und so, ne? Aber zwar mitbekommen haben, dass es mehr wären, aber nicht wirklich sich darauf eingestellt haben, geht dann einiges in die Hose. Das in allen Bereichen und dann passieren halt Fehler. Und davon schließe ich mich nicht aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier sagen möchte, dass ich der große Guru bin. Ganz im Gegenteil. Also bin auch eher so ein bisschen Larifari heute rangegangen, aber ich habe dann gemerkt, okay, das wird eng. Wird Zeit, dass der Hund wiederkommt. Weil normalerweise würde ich jetzt mit dem Hund die Runde drehen. Und dann wäre schon wieder alles gut, dann hätte ich den Scheiß vergessen und könnte mich wieder auf meine wichtige Arbeit konzentrieren. Ansonsten sind -10 Grad draußen. Als ich hergekommen bin, hat sich so der Kondenswasser von meinem Atem in meinem Bart gesammelt. Und dann hast du so das Gefühl gehabt, oder ihr merkt, nicht nur das Gefühl gehabt, das war ja wirklich so, dass so der Bart friert. Ganz komisch. Ja, ich weiß nicht, wenn also morgen früh soll es auch noch so kalt sein, natürlich, klar. Bin mir nicht sicher, ob ich dann laufen gehen möchte. Ist jetzt, glaube ich, nichts mehr, was ich noch sagen wollte. Ah, toll. Speicherkarte war voll. Muss mir dringend größere Speicherkarten besorgen. Ich habe ja so eine CF-Karte hier in der 7D. Und die größte, die ich davon gerade habe, ist so eine 8 GB Karte hier. Und naja, Video frisst natürlich Speicherplatz. Also jetzt habe ich eine 4 GB Karte drin. Die ist wahrscheinlich auch gleich voll. Also muss ich mir gar nicht, darf ich mir gar nicht so lange aufhalten. Ich weiß auch gar nicht jetzt, wie lange oder bis wann das aufgezeichnet hat hier. Und was von meinem Laber jetzt nicht drauf ist. Bisschen ärgerlich, bisschen doof, aber ja, gut, kann ich jetzt auch nicht ändern. Brauche ich mir also auch nicht aufregen drüber oder drüber meckern. Kann ich auch nur selber ändern, indem ich größere Speicherkarten. So einfach ist das, aber naja, gut. Ja, gut. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was aufgenommen wurde und was nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, wo ich wieder ansetzen müsste. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, was ich gerade alles erzählt habe. Nein, Quatsch. Naja, aber gut, will euch gar nicht so lange nerven hier mit meinem Laber. Von daher sage ich wie immer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Warum mich das so nervt, ist, weil ich versuche seit ein paar Monaten schon aus jeder Situation irgendwie das Beste zu machen. Mich nicht
zu sehr aufzuregen, mich nicht nerven zu lassen, alles positiv zu sehen und mich nicht, vor allem mich nicht über Dinge aufzuregen, die ich nicht ändern kann. Über das Wetter habe ich noch nie verstanden, wie man sich da aufregen kann, das konnte ich noch nie leiden, aber auch über andere Sachen. Mich nicht über Dinge aufzuregen, die ich nicht ändern kann. Und statt mich über Dinge aufzuregen, die ich ändern kann, versuche ich lieber, die zu ändern. Das, was mich momentan nervt, sind Leute, Kollegen auf Arbeit, die den ganzen Tag nur meckern und rumjammern. Und das Einzige, was ich dagegen tun kann, ist entweder zu versuchen, irgendwas zu tun, irgendwas zu versuchen, irgendwas zu machen, dass sie auch gute Laune haben, dass sie irgendwie auch das Positive daraus ziehen können oder das Positive sehen oder irgendwie wieder runterkommen. Denn ich glaube, wenn man sich mit Leuten umgibt, die alles positiv sehen, die nicht rummeckern und so, dann hat man oder gute Laune haben, dann hat man auch gute Laune oder dann kriegt man automatisch gute Laune. Und oder die andere Möglichkeit ist diese Nahen zu verlassen und diese Leute zu verlassen und mich nicht mehr mit diesen Leuten zu umgeben, die ständig am Rummeckern und Rumjammern sind. Ja. So schießt sich momentan einer nach dem anderen meiner Kollegen ins Aus, mit denen ich einfach nichts mehr zu tun haben möchte. Außer das Nötigste. Und das ist dann halt nur noch die Arbeit. Das ist der einzige gemeinsame Nenner dann. Und dann geht es nur noch darum, was für die Arbeit wichtig ist. Und ansonsten können sie mir gestohlen bleiben. So, wollte ich schnell noch irgendwie loswerden. Gestern mindestens einen aufheben sollen. Nicht bedacht, dass heute alles zu hat. Und wie gesagt, heute wird es sehr anstrengend. I like the way she go to work. Ich kann nicht glücklich und zufrieden sein, wenn ich mich nur mit Leuten umgebe, die unzufrieden sind und unglücklich, glaube ich jedenfalls.